Unsere Daten sind uns wichtig und deshalb schützen wir sie. Ganz besonders sensible Informationen, wie zum Beispiel Kreditkartendaten, der Entsperrcode eures Smartphones, Passwörter, Nachrichten und Chatverläufe und vertrauliche Infos, zum Beispiel im Job. Hacker versuchen genau an diese Daten zu kommen. Und wenn sie das schaffen, dann kann es für euch sehr, sehr unangenehm werden. Fuck. Ich wurde gehackt. Was nun? Hacking heißt, dass Personen unberechtigt in eure Computer oder Handys eindringen und Daten mitlesen oder kopieren. Ne? Wisst ihr ja. Ich persönlich wurde zum Glück noch nicht gehackt. Also zumindest nicht so richtig. Aber meine Handynummer wurde im Internet veröffentlicht. Ohne Spaß, mein Handy stand den ganzen Tag nicht still und ich musste mir natürlich eine neue Nummer besorgen. Hacker haben es bei Privatpersonen oft auf Informationen abgesehen, mit denen sie ganz direkt Geld machen können. Vor allem Passwörter und Kreditkarteninformationen sind sehr beliebte Ziele. Aber auch persönliche Fotos, mit denen die Opfer dann erpresst werden können, sind für Hacker sehr interessant. Eine der neuesten Formen des Hackings, Ransomware. Das ist ein Schadprogramm, welches euer Gerät infiziert und eure Daten sperrt. Digitale Erpressung. Das läuft meist so ab. Man klickt auf einen Link, dann passiert erstmal nichts. Im Hintergrund sieht das aber anders aus. Die Hacker infizieren weitere Computer, bis sie irgendwann genug haben. Dann schlagen sie zu. Ein Klick und der Bildschirm wird schwarz. Eine Botschaft erscheint, man solle einen bestimmten Betrag zahlen, sofern man wieder Zugriff auf Laptop und Dateien haben möchte. Aber woran merke ich eigentlich, dass ich gehackt wurde? Hacker überlegen sich immer wieder neue Tricks, um an eure Daten zu kommen. Dabei hacken sie natürlich nicht nur euren Computer, sondern auch eure Smartphones. Wenn ihr Mails in eurem Postausgang findet, die nicht ihr versendet habt, dann ist das ein ganz schönes Alarmsignal. Eine sehr schwache Datenverbindung ist außerdem ein weiteres Signal dafür, dass ihr gehackt wurdet. Das deutet auf ungewollten Datenverkehr im Hintergrund hin. Auch die Prozessorauslastung eures Smartphones ist ziemlich hoch. Dadurch ist das Gerät langsamer als sonst und der Akku ist unglaublich schnell leer. Der Akku geht runter, die Handyrechnung rauf. Manche Viren verschicken automatisiert kostenpflichtige SMS oder belasten euer Konto auf andere Art und Weise. Das können Anzeichen für Hacking sein, müssen es aber nicht. Hacker verhalten sich schließlich vorsichtig und wollen nicht erwischt werden. Deshalb lassen sie sich immer wieder neue Tricks einfallen. Seid stets vorsichtig und skeptisch. Und ein ganz kleiner Tipp noch am Rande, fallt vor allem nicht auf sogenannte Phishing-Mails rein. Unser Experte Tobias Schrödel erklärt euch, woran man solche Mails erkennen kann. Also der Begriff Phishing-Mail setzt sich zusammen aus zwei Wörtern. Da geht es also einmal ums Thema Passwort, das ist das mit dem P. Und das Thema Phishing, das hinten dran steht, da geht es eigentlich darum, dass einer Passwörter abfischen möchte. Also das heißt, er schickt am einfachsten ist es viele, viele Mails rum an möglichst viele Leute und tut so, als wäre irgendjemand bekanntet. Die Hoffnung ist, dass man drauf reinfällt und dann tatsächlich seine Zugangsdaten auf dieser falschen Seite hinterlässt. Also eine Phishing-Mail kann man eigentlich immer recht gut erkennen, wenn man sich die Zeit dafür nimmt, die auch anzuschauen. Wo es anfängt, ist, dass die Betrüger oft gar nicht wissen, wer man ist. Das heißt, da steht dann zum Beispiel sehr geehrter Herr/Frau. Das ist schon mal so ein Anzeichen, weil eine Firma, mit der ich Geschäfte mache, die weiß, ob ich männlich oder weiblich bin. Das zweite und wichtigste ist, dass eine Phishing-Mail eigentlich immer sagt, es gibt ein Problem mit meinem Account und dann wird Druck aufgebaut. Und zwar soll ich möglichst schnell was korrigieren, indem ich mich einlogge. Also der Absender so einer Phishing-Mail lässt sich eigentlich auch immer recht eindeutig erkennen, wenn man nachguckt. Die kommt nämlich nicht von PayPal, Amazon, eBay oder sonst irgendwas, sondern von einem Absendernamen, der so ähnlich ist. Also oft wird quasi nur ein Buchstabe mal gedreht und geswitcht. Achtet bei Websites auf die Adresse im Browser. Phishing-Websites haben oft kein geschlossenes Schlosssymbol. Außerdem beginnt die Zeile oft mit HTTP und nicht HTTPS. Bei dem Schloss muss zudem auch der Inhaber des Zertifikats stehen. Und Vorsicht, Freunde! Manchmal können solche Phishing-Mails auch von Freunden kommen, die selbst gehackt wurden. Gebt also keineswegs leichtsinnig eure Daten irgendwo ein oder ladet irgendwelche Anhänge herunter. Aber manchmal ist es zu spät. Ein Download, ein falscher Klick und ihr wurdet gehackt. Ziemlich mieses Gefühl, aber jetzt bloß nicht den Kopf in den Sand stecken. Ruhig bleiben, ein- und ausatmen und unserer Erste-Hilfe-Anleitung Folge leisten. Einfach, aber wirkungsvoll. Zuerst solltet ihr euch in das entsprechende Konto einloggen und das Passwort ändern. Dann können die Hacker zumindest keinen weiteren Schaden anrichten. Und der Pro-Tipp, ändert auch weitere wichtige Passwörter. Hacker wissen nämlich, dass man häufig sehr ähnliche Passwörter für andere Accounts benutzt. Ihr könnt euch nicht mehr einloggen? Dann haben die Hacker wohl schon euer Passwort geändert. Klickt stattdessen auf Passwort zurücksetzen oder Passwort vergessen. Funktioniert das auch nicht, meldet euch beim jeweiligen Kundendienst. Bevor ihr jetzt ein neues Passwort wählt, solltet ihr überprüfen, ob sich Viren oder Trojaner auf eurem Computer befinden. Das macht ihr am besten mit einem Antivirenprogramm, welches ihr zum Teil auch kostenlos von seriösen Webseiten runterladen könnt.
Wenn ihr das Passwort nun ändern konntet, schaut euch unbedingt die Kontoeinstellungen an. Sind auch alle Kontaktdaten korrekt? Sind auf einmal Apps mit eurem Konto verbunden, die ihr gar nicht freigegeben habt? Überprüft außerdem die letzten Aktivitäten. Peinliche Postings? Seltsame Privatnachrichten? Informiert eure Kontakte darüber, dass das nicht von euch kam. Und wenn sich die Hacker Zugang zu den Zahlungsdaten gemacht haben, ruft eure Banken an, geht Bescheid und lasst die Karte sperren. Okay, ihr habt euer Profil wieder. Aber was ist, wenn die Hacker so richtig Schaden angerichtet haben? Wenn sie zum Beispiel an Fotos gekommen sind, die eigentlich gar nicht für die Öffentlichkeit gedacht sind. Und ihr wisst genau, von welchen Fotos ich rede. Ja, genau. Oder was ist, wenn sie über eure Kreditkarte Dinge bestellt haben, die ihr gar nicht bestellt habt? Was soll man dann tun? Ich rede von sowas wie Konfetto oder dem Herz. Disketten. Ich habe die Pflanze, die habe ich echt nicht bestellt. Das habe ich alles nicht bestellt. Also wenn man tatsächlich weiß, dass man angegriffen wurde oder Opfer einer Hackerattacke ist, dann sollte man immer Strafanzeige stellen, denn das ist eine Straftat. Es ist tatsächlich aber auch so, und da muss man ein bisschen auch sagen, das ist leider schade, die Polizei kann natürlich nicht alle fangen und es ist gerade im Internet schwierig, weil man sich dort relativ gut auch schützen und verstecken kann, und wenn einer das wirklich klug anstellt, dann kommt auch die Polizei nicht weiter. Am besten ist natürlich, wenn ihr gar nicht erst gehackt werdet. Hier ein paar Tipps, wie ihr euch effektiv schützen könnt. Haltet Viren von euch fern, und zwar am besten mit einem Virenscanner. Viele Viren- und Hackerangriffe können so rechtzeitig aufgespürt und abgeblockt werden. Diese Programme gibt es auch für Smartphones und alle gängigen Betriebssysteme. Lasst euch keinen Mist andrehen. Ladet bei E-Mails, die euch nicht vertrauenswürdig erscheinen, keine Anhänger runter und klickt auf keinen Fall auf Links in diesen Mails. Und ladet Programme sowieso nur von vertrauenswürdigen Webseiten herunter. Holt euch Apps also nur aus dem offiziellen App Store. Auch am Computer solltet ihr nur dann Programme downloaden, wenn es unbedingt notwendig ist. Informiert euch, ob es Erfahrungsberichte zu den Programmen gibt. Kein Mensch mag diese kleinen roten Zahlen an den Apps, die machen mich wahnsinnig. Außerdem werden mit den Updates häufig bestehende Sicherheitslücken geschlossen. Haltet euer Betriebssystem und eure Programme also stets auf dem neuesten Stand. Ciao. So, und jetzt müssen wir mal über euer Passwort reden. Euer Name, euer Geburtsdatum, euer Haustier, euer Ernst? Zu den beliebtesten Passwörtern zählen, aufpassen, Hallo 123, Passwort, Hallo 123456789 oder 123456. Sicher sind die ganzen Passwörter sicherlich nicht. Ein gutes Passwort besteht aus folgenden Komponenten. Mindestens 12 Zeichen. Zweitens eine Aneinanderreihung von Groß- und Kleinbuchstaben. Und drittens Zahlen und Sonderzeichen. Hier jetzt ein echter Pro-Tipp. Bildet einen Satz, den ihr euch gut merken könnt. Zum Beispiel, Jonas steht jeden Morgen um 8 auf und dreht YouTube-Videos. Das Passwort wäre dann JSJMU8A&DYTV. Punkt. Da kommt so schnell niemand drauf. Und ganz wichtig, Freunde, benutzt Passwörter verdammt nochmal nicht doppelt. Also ein Passwortmanager ist ein Programm, das ich auf meinem Handy oder auf meinem Computer habe, wo ich alle meine Passwörter speichere. Das Problem ist ja, dass wir nicht nur eins haben, sondern wir haben, keine Ahnung, 17, 34, die man sich alle merken sollte. Und deswegen gibt es Programme, in die kann man die reinschreiben. Die vergeben zum Teil auch die Passwörter für mich, dann brauche ich sie überhaupt nicht wissen und setzen sie dann automatisch in die Webseite ein, wenn ich mich einlogge. Das sind super Programme, die darf und soll man auch nutzen. Wichtig hierbei ist allerdings, dass man das eine super Master-Passwort, mit dem ich diesen Passwort-Safe überhaupt erst öffne, dass das ein gutes Passwort ist, ein sicheres Passwort und dass das auch keiner kennt. Eine weitere Möglichkeit, euren Account zu sichern, ist die sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung. Einige Plattformen wie zum Beispiel Facebook, Google, Twitter, Dropbox oder PayPal bieten sie an. Dabei braucht ihr zum Einloggen nicht nur euer Passwort, sondern noch einen zweiten Identitätsnachweis. Zum Beispiel in Form eines nur kurzzeitig gültigen Codes. Und den bekommt ihr zum Beispiel auf euer Handy. Hacker können so mit eurem Passwort nichts anfangen. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung ist die effektivste Waffe, um alle Standardangriffe auf Passwörter und Identitätsdiebstähle zu verhindern. Wenn ihr euch also an ein paar Regeln haltet, nicht gutgläubig auf jeden Link klickt und abweckt, wo ihr eure Daten eingebt, seid ihr gut gerüstet. Lasst euch von Hackern niemals den Tag versauen. So, Freunde, das war es auch schon wieder mit dieser Folge. Ich logge mich jetzt erstmal aus. Uns würde aber gerade noch interessieren, was sind eure Erfahrungen mit Hacking? Habt ihr Angst davor und wie schützt ihr euch? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Psst! Wollt ihr vielleicht Abos und Likes kaufen? Dagegen müsst ihr uns nur eure Likes und Abos geben. Das ist ein guter Tausch. Und wenn nicht, dann abonniert uns auf Instagram. Da findet ihr super spannende und lustige Outtakes von uns. Bis dann. Bis dann. Ciao.